Jojojo, herzlich willkommen zurück. Ich bin unten im Bunker und bin an dem PC, wo ich der Meinung bin, es gibt ein Spiel. Holoband auswerfen, rote Gefahr. Ah, okay. Okay, verstehe. Genau, das ist nämlich der Freizeit-PC. Red Man's Start Game. Oh lol. How high can you get? Wie hoch komme ich? Lustig! Oh, come on. Okay. By the way, davon erfahren habe ich durch. Ja, wie er Bomben wirft oder was? Hilfe! Davon erfahren habe ich nämlich durch Gabber, der das Spiel gespielt hat, und habe ich überlegt, wo ist das denn? Und es gibt eine Errungenschaft dazu. Beziehungsweise, was heißt eine Errungenschaft? Eigentlich hat er die Errungenschaft. Wie die hier einfach mal runterfallen. Die Errungenschaft, spiele ein Hologame. Fuck. Ja, wie er jetzt nicht springt. Okay. Und das habe ich aber anderweitig schon gespielt. Quit Game, yes. Aber wir lassen uns das Holoband ausspielen. So. Okay. Genau, also wie gesagt, es gibt dazu eigentlich eine Errungenschaft und diese Errungenschaft wollte ich unbedingt haben. Hab's aber zwischenzeitlich durch ein anderes Game bekommen und insofern halb so wild. Aber ich habe ein Spiel. Eben gerade, als ich das Spiel noch gestartet habe, kam noch so ein Hinweis. Liebe und Leben. Leben und Liebe. Ich weiß es nicht mehr genau, wie rum. Das gibt hier irgendwie überall Zeitschriften. Ich nehme es einfach mal. Überall Zeitschriften, die man sammeln kann. Die einmalige Bonis für Begleiter gibt. Stärke und so weiter und so fort. War ich hier gar nicht drinne? Ich bin gerade ein bisschen verdutzt. Schiebetür schließen. Ich war wahrscheinlich einfach nur da nicht dran. Ja, sieht so aus. Egal, das kriegen wir noch nicht auf. Genau, und dementsprechend werde ich jetzt mal oben fahren und werde anfangen, die Gegend zu erkunden. Ich habe mir noch nicht mal einen Schlachtplan gemacht, wohin. Das entscheide ich spontan, wenn ich oben bin. Habe ich jetzt so mal beschlossen. Das wird nicht funktionieren. Doch, es funktioniert. Okay. Ich wollte gerade sagen, das kann gar nicht funktionieren. Aber ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ich mache das mal ganz heimlich. Ich versuche es jedenfalls. Von wegen heimlich. Ich weiß, ich weiß. Ganz professionell während des Let's Plays. Weil. Oh, ich war nämlich auch vorhin gerade draußen. Aufgrund der Witterung habe ich die Renderzeit meines ersten Videos ausgenutzt und bin zu meinem Vati gefahren. Habe ihn im Krankenhaus besucht und ich habe manche Punkte gehabt bei dem Sturm, wo ich echt gedacht habe, ich komme nicht von der Stelle mit dem Fahrrad. Verdammte Scheiße. Hund! Bleib mal locker! Jedenfalls war es ziemlich anstrengend und mein Vati geht es übrigens immer besser, immer besser. Ist auf dem Weg der Genesung. Hat noch einen weiten Weg vor sich, muss ich dazu sagen. Aber es sieht gut aus, wenn man so schön, wie man so schön sagen darf, dürfte. Mensch, Hund! Was? Flaschenkürbisgelö. Ah, okay. Die kann man bestimmt auch anbauen, wette ich mit euch. Direkt neben dem Lager.
Naja, was heißt direkt neben dem Lager? Wartet mal, jetzt lass mich mal kurz auf der Karte gucken und Schlachtplan machen, weil ich möchte erkunden. Ich denke mal, ich werde einmal hier außen rum. Concord könnte man rein theoretisch auch mal durchsuchen. Weil ich denke mal, jede Region hat spezielle. Sidequests. Und? Bist du bei mir in der Nähe? Wie kommt mir das hier zu still, zu trügerisch vor? Da oben sind Zäune. Hier sind auch Zäune. Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Warum nicht? Und wenn ich einfach weitergehe? Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Okay, hier ist Ende. Okay, es gibt ein Map-Ende. Soweit zum Thema Open World. Hust. Oh. Ja, dann gehen wir weitersuchen, wenn ich hier an der Grenze bin. Es gibt eigentlich so viel, ne? Ich habe ja nur. Was hat der bei sich? Ein Hund? Was bist du? So, und was ist mit dem Hund? Ich will den Hund behalten. Ich will den Hund behalten. Weißt du? Oder bist du lieb? Nach den 10 zu urteilen ist er alles, aber nicht lieb. Ja, mehr geht nicht. Na gut. Go. Nee. E auswählen, E annehmen. Boom, boom. Ach du armes Mann, ich hätte dich adoptiert, ich schwöre. Ich habe doch ein Herz für Hunde. Och Mann. Ein rotes Halstuch. Das meine ich. Übrigens, ich nehme by the way wieder Uncut auf. Ich hatte ja gesagt, ich mache es Uncut, also werde ich es auch durchziehen. Huch! Das war so nicht geplant. Gewichtstechnisch sieht. Nicht allzu gut. Habe ich das echt vergessen? Schlagring, Sturmmaske. Ich werde gleich nochmal ins Lager gehen. Wohl oder übel. Es muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Da hinten ist die Stadt. Guckt euch mal an, wie dicht der war. Oh! Okay. Fusionszellen. Ach, das ist übrigens auch noch sowas. Lecker. Jet übrigens. Jet habe ich Murphy gegeben, also der alten Lady. Damit die mir unter Drogen erzählt, was mit meinem Sohn ist. Worauf ich hinaus wollte ist, ich habe ja in der. Was? Okay, ich habe ja in der Base noch meinen Roboteranzug stehen. Das Problem ist, die beiden Fusionskerne sind je nur noch zur Hälfte voll. Das heißt, die gehen mir früher oder später kaputt. Und dementsprechend lasse ich ihn jetzt erstmal stehen. Alles klar. Oben drüber scheint jemand umgekippt zu sein. Ich würde sagen, wartet mal, das. Was war das? Irgendwas ist hinter mir. Der Hund hat angeschlagen. Ich werde mich hier oben erstmal lang bewegen und das alles genau erkunden. Aber ich werde. Was, was, was? Nee, ein weg.
Alter! Aber ich habe nur einmal getroffen. Nee, nicht Flügel. Boah, ist das abartig. Ist das eklig. Übrigens, nicht wundern. Irgendwas ist doch hier noch. Ich werde hier irgendwie massiv. Hast du sie langsam? Nee. Boah. Ja, nice. Wartet mal, auf der 0 war das, ne? Genau. Stimpaks habe ich mehr als genug. Rad X werde ich. Nein, Rad Away werde ich nur dann nehmen, wenn ich Minimum die Hälfte. Warum nicht dann nackter Mensch? Maximum die Hälfte verbraucht habe. By the way, dieses Zielen, diese Epic-Szene, wie auch immer, habe ich mir in den 6 Stunden. Oh, will ich da überhaupt hin? In den 6 Stunden, wo ich gebaut habe, in der Umgebung. Angewöhnt. Es ist um einiges einfacher als das freie Zielen. Das Problem ist, ich brauche dafür Ausdauer, glaube ich, war es. Ja, genau. Wie deine Aktionspunkte verbraucht werden. Ich habe mich noch nicht mal, fällt mir gerade auf. Ich wollte eigentlich noch, bevor ich wieder auf den Knopf drücke, nochmal kundig machen, was ich jetzt dafür lernen muss. Zerschießen natürlich Standard, bla bla bla. Sandman, Hacker, Schmied, Rüstungsmeister. Wiederverwerter, da ist es doch, genau, die Intelligenz. Erfordert Intelligenz, Schrauben, Aluminium und Kupfer. Und beim nächsten würde dann Auswahl. Achso, nicht. Ach, ich kann beide vergeben? Machen wir doch mal. Auswahl bestätigen. Ah nee, geht nicht. Okay, alt wäre Level 23 benötige ich. Und ich bekomme Komponenten wie Schaltkreise, nukleares Material oder Glasfaseroptik. Gegenstände mit favorisierten Komponenten werden markiert. Genau, das meine ich. Deswegen brauche ich Level. Ihr seht es ja hier, Level 23 und das ist noch eine Hausnummer. Nichtsdestotrotz, langer Weg, langes Spiel. Und dann kommt noch hinzu, dieses Spiel, ne? Hier dieser Sammelsuchtfaktor. Ich glaube, ich habe es in einem anderen Let's Play, ne, wir wollten erstmal eine Stadt die Taschen leeren. In einer anderen Let's Play-Runde auch schon gesagt. Es erinnert mich wahnsinnig an Skyrim. Dieser Such, Bastel, Finde, Baukastenmodus. Also eigentlich alles, was das. Oh, müssen wir gleich mal reingehen. Alles, was das Herz begehrt, hat dieses Spiel. Und Skyrim überschlagen habe ich ca. 700 Stunden. Wenn ich das natürlich uncut an euch weitergebe, bin ich die nächsten 3 Jahre wahrscheinlich beschäftigt, dieses Game zu spielen. Aber wer weiß, vielleicht wird es ein Dauerhit. Und insofern lasse ich mich einfach mal gerne überraschen. Ich bin auch ein Held, ne? Ich bin echt ein Held. So, jetzt warte mal. Jetzt lagern wir mal die Pistolen auch rein. Ich weiß, dass man die Dinge. Was ist denn das hier? Worunter läuft das dann? Eh annehmen. Kleidung, Hilfsmittel, Blutblatt, okay. Warte mal, die. Ist ja egal. Eichhörnchen ein bisschen. Ich lage jetzt mal alles fix ein. Nein, ich will nicht alles nehmen. Um Gottes Willen, ne? Das wäre sehr. Und hol mir nachher das raus. Wisst ihr, was ich meine, was ich brauche? Jet war übrigens diese Droge, wie gesagt, die Murphy, die ich euch gleich nochmal zeige, die Lady hinter mir bekommen hat. Ich will einfach Platz haben, wenn ich jetzt mit euch auf Erkundung gehe, dass ich wieder viel mitnehmen kann. Und vor allem, komischerweise, dieser Keller, ne, der da eben zu sehen war. Der war, ich schwöre, vorher nicht da. Übrigens, alles, was ich jetzt hier einlage, lässt sich natürlich früher oder später auch noch zerlegen. Also bis auf natürlich hier die Hilfsmittel. Das ist ein Questgegenstand, okay. Jetzt geht's langsam.
Gut. Nein, ich will nicht. Oh Gott. Was braucht die denn überhaupt? Die braucht 10 mm, die ich gerade eingelagert habe, richtig? Diverses. Nee. Munition. 45er. Ach hier, 10 mm Patrone, genau. Ich muss mich sowieso noch ein bisschen mit dem Waffensystem auseinandersetzen. Ich habe tatsächlich vor, mir eine Sniper fertig zu machen und eine Pistole für die Stadt. Bis dahin lassen wir aber erstmal alles hier. Möchtest du wirklich alles? Nein, will ich nicht. Ich habe jetzt schon wieder auf R gekommen. Das ist eigentlich weit weg. So, mein Inventar ist jetzt leer. Munition, Werkstatt. Ich muss nur mal gucken, habe ich jetzt überhaupt irgendwas an? Waffenkleidung. Ich bin nackig. Sehr schön. Warum auch immer ich nackig bin, aber Quatsch, was mache ich denn hier? Lass mich raus. Schreck mich doch nicht so. So, Werkstatt, Kleidung. Der Harnisch, Lederrüstung. Legen wir auch mal an. Nee, liegt da gleich wieder zurück. Linker Arm, rechtes Bein. Wartet mal, ich lege es erst an, damit ich weiß, was besser ist und was besser und schlechter ist. So wollte ich gerade sagen, genau. Weil hier seht ihr zum Beispiel eine Lederkombi. Nehmen wir erstmal auf der Hand. Ich gehe hier von diesen Werten nebenbei aus, ne? Verteidigungswerte, Rad und so weiter und so fort, Gewicht. Raiderrüstung, Harnisch. Hat 3 und 10 und der hier hat wesentlich weniger. Das kann ich ja später alles zerlegen, wohlgemerkt. Schmutzige, glaube ich jedenfalls. Aber ich meine ja. Schweißuniform, da haben wir eine Sturmmaske für. Die nehmen wir auch mal mit. Linke. Wieso ist der denn hier drinne? Ich nehme das raus und pack das mal gleich in die Rüstung rein. Ushanka. Voltanzug 5 und 10. Ach, guck mal einer an. Der hat sogar mehr. Wir haben linken Arm, rechten Arm und rechtes Bein. Also linkes Bein fehlt noch. Nicht schlecht, okay. Leichte Kleidung. Okay. Flanellhelm, Jeans. Wie gesagt, es gibt für jeden Geschmack was, unabhängig vom Rüstungszweck. Lederkombi. Wir müssen halt nur dran denken. Hä? Schutz 2? Nee. Schutz 0? Moment. Habe ich mich jetzt so vertan? Schutz 3. Okay, wir bleiben dann doch dabei. Die Sturmmaske setzen wir auf, wenn Rad in der Nähe ist. Und das hier, der Voltanzug ist genauso. Aber was bedeutet denn dieses Blitzzeichen? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ist egal. Es passt erstmal und ich gehe jetzt mal hier. Militärisches Zeug ist nicht so mein Ding. Air Transfer. Wieso habe ich den überhaupt abgenommen? E einlagern. Kaputte Gegenstände können erst. Ach du Scheiße, der ist kaputt. Ich mag Geschütztürme, weil sie das Schießen für mich übernehmen. Aber ich bin nicht. Gut, dann können wir das ja auch erstmal wieder. Den linken Arm erstmal wieder einlagern. Wahrnehmungs. Wackelpuppe. Alles klar. Wählerisch. Nehmen wir mal als Glücksbringer mit und dann gehen wir mal in diesen Keller. Das juckt mich ja jetzt doch in den Finger. Wo war der? Da drüben, ne? Oder da? Irgendwie hier. Lalalala. Danke, Hund. Ich wollte gerade sagen, wo ist jetzt das Tor? Aber der ist mir echt noch nicht aufgefallen. Dann gehen wir doch mal gucken.